Aber nur deswegen. Nur deswegen. Hallöchen, meine Freunde. Damit herzlich willkommen wieder zurück hier zu LS17 White Farming Projekte zusammen mit den Guten, den Werner, den Ansgar und dem Friesi. Hallo. 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 Guten Tag zusammen. Ich wusste gar nicht, dass wir auf der weißen Farm jetzt sind. Wie sieht es eigentlich so spiegeltechnisch aus? Beim White Farming hast du gesagt. Du sagst beim White Farming, ne? Right Farming. Schreibcontest. Also, Striegel. Könnte nur eine weiße Form sein, ist mir egal. Striegel ist nicht da, haben wir keinen. Wild. Das ist ein Wild, Mann. Sollen wir einen kaufen, haben wir dafür Geld? Wild. Eine wilde Truppe. Du hast Brüste. Eigentlich, na egal. ja, ihr macht das schon. Ich chill hier mal ein bisschen. Gut, was machen wir? Was müssen wir überhaupt machen, ja? Also, ein Striegel wäre vielleicht sinnvoll für die Wiese. Ich will doch Geld ausgeben, stimmt. Ah, die Kohle muss raus, die muss unter die Leute. Ich hab sag mal, was. Hä? Also, warte mal. Angesät ist ja Feld 14, 15? 12 fehlt nur noch. 12, aber auf der 23 wird mir gar nichts angezeigt. Das ist krass. Krass, das musst das du erst einblenden. Nur einschalten, ne? Ich habe einen Zug gefunden mit 38.000 Sonnenblumen. Steht ach ja, danke, der gehört mir. Alles klar, ich steige aus. Danke. Die Sonnenblume gehört dir? Ja, Sonnenblume. Der gehört dir? Was sollen wir denn auf 12? Naja, Randy ist so ein Egomane, dem gehört immer alles. Das ist meiner, weg, das meiner. Das ist ein Gemeinschaftsprojekt. So. Uns gehört allen dieser Zug, ja? Und das ist ein bisschen wie DDR. Gehört mir gehört uns allen. Kohle. Ja. So, unter Randy 2000 ist wirklich schon der meins. Was sollen wir denn auf 12 ansehen? Ey, fahr los. Es gibt Bananen für alle jetzt mittlerweile, ne? Also, immer so, gut. So, ach, schön, 12 ansehen, also, ja, gute Frage. Ja. Ich sehe an, komm. Ja, was willst du ansehen, ist die Frage. Was ist noch auf den anderen Feldern? Guck doch nach! Nee, ich wollte dazu. Sonnenblumen. Tatsächlich wieder Sonnenblumen. Ja, oder Sonnenblumen. Und ich dachte, wir wollten ja futtertechnisch ein bisschen, wir wollten ja Tiere. Tiere? Wollten wir Tiere? Ja, wir wollten Tiere. Aber deswegen trotzdem haben wir Striegel sinnvoll. Wir wollten krasse Tiere. Der Striegel ist doch nicht sinnvoll. Aber doch, wir wollen doch einen ordentlichen Ertrag auf der Wiese. Ja, die 10% kriegst du mir doch durchs Ding. Ja, das sind 30 pro Stufe, ne? Nee, der Striegel geht theoretisch nur da. Wie viel kostet denn ein Striegel, um mal so zu fragen? Ja, theoretisch, aber in der Praxis funktioniert er in allen. Ein Striegel. Gucken wir mal so nach. Striegel, den kleinen. Kostet 34, der kleine. 34. Also kleinen Anführungsstrichen. Damit kannst du halt kostenlos in Anführungszeichen eine Düngerstufe meistern. Ja. Und das kannst du auch auf normalen Feldern. Also wir würden uns auch Dünger sparen. Richtig. Und das Ding hat einfach eine größere Arbeitsbreite wahrscheinlich, als wie der Düngerstufe. Okay, wenn wir uns Dünger sparen würden, dann wäre es ja schon wieder eine andere Sache. Sonst hätte ich ja gesagt, warten wir erstmal ein bisschen. Aber wenn wir uns jetzt Dünger sparen würden, das ist ja relativ teuer. Was sehen wir denn an jetzt? Also ich, Füße hat gerade die Sämaschine abgestellt. Warum? Weil die keine Sonnenblume ansehen kann. Das kann nur die eine. Und die da, wo du jetzt drin sitzt? Kann das auch nicht, die wollte ich jetzt da auch hinstellen. Na, dann sehen wir jetzt keine Sonnenblumen an, weil dann können wir mit zwei arbeiten. Ja. Dann sehen wir halt Sojabohnen oder Raps an oder was weiß ich. Warte, ich guck mal kurz, was es kostet. Also, oder? Was es bringt. Ja, ich guck gerade mal, was es bringt. Ja, dann lass uns Soja ansehen, oder? Ja, warte, ja, wir gucken, was es bringt. Was ist heute wieder für eine Runde? Eine lustige. Also wir hätten genug Geld für den Striegel. Ich habe gerade so verstanden, dass er guckt, wie teuer eine Sämaschine ist. Guten, ausnahmsweise bin ich mal deiner Meinung. Weil wir haben ja beide Sämaschinen. Soja. Was? Du ja. Welche Meinung bist du, Werner? Striegel. Warte, mach GPS bitte. Der Meinung, dass ein Striegel Sinn machen würde jetzt für uns. Aber das mit dem guten Meinung sein, das müssen wir bitte, das ist eine Ausnahme, okay? Aber dann müssen wir das jetzt auch machen, ne? Weil sonst kommt er gar nicht mehr. Nein, also jetzt einmal als Ausnahme, ja? Ja, das ist ja wirklich sinnvoll. Deines nachträgliches Weihnachts. Und das sieht auch gut aus, da könnt ihr auch alles vorhängen, da macht ihr nichts kaputt. Was kostet das Ding jetzt nochmal? 34. Ne, wir haben jetzt so 50.000. Das sind 17 Kühe! Das sind 50.000, haben wir jetzt die Sonnenblumen circa gekriegt. Also über 50.000. Das ist aber auch nicht wenig. Nö. Und wir haben noch zwei Felder bestellt mit Sonnenblumen. Aber wir ballern ja auch jeden Durchgang mehrere tausend Dünger raus, ne? Ja, das stimmt. Und vor allem müssen wir immer Dünger holen. Lass uns und den mal kaufen. Also, ich glaube auch, also Dünger verbrauchen wir echt viel. Und Dünger ist nicht billig. Genau. Ich fahre den jetzt holen. Allerdings 34.000 rauszuholen, das ist auch eine Menge. Aber okay, es ist was anderes. Ja, aber schau dir mal an, das sind, wie viel, ich glaube, 1.000 kostet ein, ja, fast 1.000 kostet, nee, mehr als 1.000 kostet ein Big Bang. 1.600, ja. 1.600.
1,6 einer? Ja. Ja. Und das ist nicht wenig. Und du musst dir den Arbeitsaufwand rechnen. Du musst den holen, du musst ihn verladen, du musst ihn zum Hof bringen, du musst ihn am Hof ausleeren. Du brauchst dann wieder einen Trecker, um den Gedöns zu... Ne? Also, nee, das lohnt sich gar nicht. Okay. Dann fahre ich gleich die große, ist doch kein Problem. Jo. Irgendwas fährt mir da hinterher. Kannst du durchfahren. Also irgendwas finde ich als Beleidigung. Fährst du auch? Fahren wir zu zweit den einen Striegel holen? Das finde ich gut. Ich muss tanken. Achso, okay. Oh, sie berügeln sich wieder dran. Mit meinem Striegel. Nein, mein Striegel. Ich will den Striegel holen. Tino? Ich darf da beide mal mit dem Striegel spielen. Abwechseln. Ich glaube, er hat seine Krankheit überwunden. Ausgeschissen. Gut. Ja. Oh Mann, da kommt schon wer mit dem Striegel. Wer ist das? Ihr habt doch gesagt, ich hab den gekauft. Oh Mann. Wow, lol. Ich fahr zurück. Na, warte, müsst du sagen? Wie viele Leute sind denn jetzt so, alle zum Striegel holen gefahren? Wir bräuchten 6 Höfe. Ja, wirklich. Ja, ich muss eigentlich auch tanken. Ich fahr hinter dir her. Das ist auch eine Sache, die vermisse ich so ein bisschen. Ich fänd's super cool, wenn jeder so seinen eigenen Hof hätte in so einem Spiel und dann so um die Wette quasi. Ganz ehrlich, das scheint irgendwie noch nie gemacht. Ich weiß auch nicht warum. Nee. Ich glaube auch nicht, dass es jemals kommen wird für den Weil gerade, ich fänd's cool. Aber guck mal, Multiplayer ist so dieser mega große Faktor in dem Spiel, ne? Aber dazu hat doch schon ein großer YouTuber, hat die doch gefragt, warum das nicht da ist. Wie heißt denn der jetzt hier? So groß ist der? Der KuchenTV. Der ist doch auf der Gamescom bei Giants gewesen und hat gefragt, ja, können die Leute sich denn auch mal auf irgendwie battlen? Hat er versucht so ein bisschen zu verarschen, wer am schnellsten ansieht oder sowas. Ja, über sowas. Und der Typ hat das natürlich ernst genommen, der da saß und hat dann gesagt, ja, sowas in der Richtung haben wir dann gemacht. Bleibt ihm übrig. Was? Was bleibt ihm auch übrig? Ja, da sagt der Giants-Mitarbeiter, ja, da haben wir schon mal drüber nachgedacht, aber das wieder verworfen, weil wir wollen hier kein Battle in den Spiel, sondern ein gemütliches Zusammenspiel. Aber trotzdem wären 2 Höfe oder 3 Höfe auch mal cool gewesen. Ja, ja, vor allem cool halt getrennte Silos, wobei das gibt es jetzt so gesehen. Auf Modmaps wird das ja gehen, dass man komplett getrennt eigene Höfe hat. Also 6 Höfe wäre ja nicht das Problem. Das Problem ist nur die getrennten Konten. Giants rechnet einfach damit, dass kein Schwein lange spielt. Das könnte man ja umsetzen technisch. Also da kann mir keiner erzählen, dass man nicht getrennte Konten umsetzen kann. Ich weiß es nicht. Ich glaube, das gab es überall mal als Mod, getrennte Konten. Also ich weiß, Konten, ja. Also eine Map mit 6 Höfen ist nicht das Problem. Ja, da gibt es genug. Aber haben die nicht hier schon was drin? Du kannst ja auch gewissen Spielern schon so Geld zuweisen, oder? Könntest du schon immer. Ja, aber das ist dann sozusagen, du gibst in den Lohn für ihre Arbeit und die können sich dann davon Geräte kaufen oder so. So ist ja mehr oder weniger. Naja, es wird auch, oder beziehungsweise wird einfach die Einnahme, wenn du was verkaufst, wird einfach geteilt durch die separaten Konten, die verfügbar sind. Wenn du jetzt 5 Konten hast, oder 4 Konten jetzt zuweist, dann wird wenn du jetzt was verkaufst, das durch 4 geteilt, kriegt jeder denselben Anteil. So war es jedenfalls im 15er. Was ist denn auf Feld 14 passiert? Hier mittendrin ist ein Stück abgeerntet. Kurze Frage, gibt es noch irgendwas zu tun? Ich bin hier gerade ein bisschen ratlos, was ich tun soll. Naja, wir haben jetzt, wir können mal kurz gucken, ob die Felder 14 und 13 ist das, glaube ich, die letzte Düngestufe schon haben, die 3-mal gedüngt sind. Also 14, 15, glaube ich. Oder 14, 15, die 2, die uns da noch gehören. Und, warte mal, das düngen wir gerade beim Ansehen hier. Ja. Und ist 23, glaube ich, noch nicht, ne? 23 ist ja immer noch Gras. Achso, stimmt. Also da haben wir ja Gras drauf gemacht, Ansgar, weil... Wow. Da ist ein Insider. Ja. Aber das hat ja auf Feld 14 nicht funktioniert. Brauchen wir eigentlich, wir haben irgendwie mittlerweile mehr Traktoren als Spieler hier, ne? Dadurch das Leon. Genau, und wir haben einen knappen Haushalt immer. Also vielleicht sollten wir mal drüber nachdenken, den New Holland. Auf jeden Fall kein ERC. Ich würde den Deutz verkaufen. Ich auch. Was? Den Agusta? Das fände ich auch nicht schlecht. Oder den Fan. Der Agusta ist besser als der New Holland. Oder einen der Fans. Ist doch egal, darum geht's ja gar nicht. Ja, aber der hat mehr... Der das ist, eine Geste, weißt du, da steckt eine Message hinter, den Deutz zu verkaufen. So ein Insider. ist ein mieser Move, aber... Ja. Nee, mir ist egal, aber sollte man mal drüber nachdenken. Hast du schon mal... New Holland kann weg, wegen mir. Hast aber du schon mal länger mit Tino und Randy aufgenommen? Nee. Ist das kein mieser Move?
Also, was soll denn das heißen? Das ist Standard, nein, Quatsch. Nein, aber wie gesagt, also New Holland, wenn wir nicht brauchen, ist ja überflüssig und kostet nur Geld. Das ist genau deswegen. Richtig. Aber wollt ihr echt den New Holland dann? Obwohl, den, ja, der New Holland macht mehr Sinn. Einfach welche weil sonst? Der andere hat halt 150 PS und da kann man echt noch ein bisschen was mitmachen. Ja. Der New Holland hat ja nur 120 oder so. Und die Fendt würde ich auch nicht verkaufen, also. Nee, der ist eigentlich noch so ein schöner Frontladerschlepper, ne? Richtig. Hier oben steht noch ein Dünger übrigens an der Spitze von Feld 12. Hol ich gleich ab. So. Ansonsten, weiß ich, Ansgar, was haben wir im Lager aktuell? Was ist noch eingelagert? Vielleicht können wir da noch was loswerden. Selbst nach gucken, weiß ich nicht. Oder fährst du jetzt den Traktor weg? Ich fahr gerade den Traktor weg. Wir haben im Lager noch 29.000 Weizen, 66.000 Harz. Quatsch, Gerste. Was? Auf, ja, ich weiß jetzt nicht, wie ich auf Harz gekommen bin, Entschuldigung. Also 66.000 Gerste, 57.000 Raps. Nee. Alter, verdammt. Keine Sonnenblumen, nee, also an sich nur Weizen, Gerste, Raps. Was kriegen wir für Gerste im Top-Preis? Gerste kriegen wir im Top-Preis 564 pro Tonne. Das ist gut oder schlecht? Im Fall nach oben ist schon besser, der Rest sind das so 411, 450, 436. 560? 64. Weißt du schon mal, 30.000 die Hälfte verkaufen wollen? Ja, mach ich mal. Ja, das war eine Frage. Ja, also theoretisch. Mach mal. Ist jemand im Forst? Nee. Siehst du ja, Ansgar, das wäre auch noch. Ein paar Bäume umlegen. Da wollte ich nämlich gerade mich auf den Weg hin machen. Oder guten. Aber als kann keiner mitkommen, dann sind wir zu zweit, das ist ja eh besser. Ich hab mal eben einen Frontlader zurückgesetzt, der war so ein bisschen sehr verbuggt. Okay. Er stand ein wenig komisch. Gut, aber was wollen wir im Endeffekt jetzt machen? Wir wollten Schafe, Kühe, was wollen wir machen? Schafe wollten wir uns eigentlich kaufen. Weiß leider nicht mehr die Preise. Aber guten weiß die. 2000 pro Kuh, glaube ich. Die Kuh war günstiger wie das Schaf, ne? Nein. Weiß es nicht mehr genau. Nein. Schafe muss man ja gleich mal hinfahren, aber gucken. Da brauchst du halt einen Haufen, ne? Das ist was passiert. So, ein Schwein, ist eh schon da. Ein Schwein kostet 3.000, ein Schaf 4.000 und eine Kuh 5.000. Boah, was? Ja. Könnt ihr euch noch an NSF erinnern? Eine Kuh 25.000 gekostet. Was haltet ihr von Schwein? Mach mal Schwein. Achso, Schweine brauchen ja, das ging ja irgendwie nicht, weil die nicht brauchen so eigentlich alles. Sind. Also von allem etwas, so ungefähr. Ich bin mir ziemlich sicher, dass wir von Schafen ausgegangen sind, deswegen wir auch diese Wiese gesät haben da unten. Weil die Schafe brauchen nur Gras. Aber da, ja aber gut, Schafe machen halt so wenig viele. Arbeit, ne? Da schmeißt du einmal was rein und lässt dann laufen. Ja. Das war eigentlich unser Plan. So, aber du brauchst so viele. Ja, das damit stimmt. Das Geld war trotzdem der Plan, also irgendwie haben wir sie angesehen. Ja. Wir hatten schon irgendwie... Wir haben alles, ne? Wir haben Ladewagen. Warum also Schweine? Können wir echt... Weil wir brauchen Schweine noch Mähwerk. Ja, wir haben doch alles. Nee, Mähwerk doch. Haben wir nicht. Mähwerk nicht. Wir haben keinen Futtermischwagen, wir haben, weiß ich nicht. Futtermischwagen brauchen wir auch, was sagst du? Haben wir überhaupt einen Schlepper, der das packt? Boah, das ist die nächste Frage, ne? Prinzipiell. Oh, Backe, ja gut, wenn wir Novakast-Kombination kaufen, kann man das mit einem obwohl, nee, der IAC hat ja Frontgewicht. Wenn wir nur Deutz Agrostar vorhängen. Dann schauen wir mal das Ei werfen, oder die, Hälfte, ja, die Hälfte von Gerste weg und verlangt die Hälfte vom Raps, weil Raps bringt uns pro Tonne 1.300. Oh, Raps ist gut. Das ist viel. Aber warum dann nur die Hälfte, wenn ich fragen darf? Ja, dann wir können auch alles, ne, weil es hieß die Hälfte von der Gerste, deswegen vielleicht die Hälfte von Raps, dass wir ja, weil wir über 60.000 haben. Wie viel Raps haben wir? 57.000. Würde ich aber vielleicht auch mal 20 im Lager lassen oder so, meint ihr nicht? Ja. Bin ganz gut. Bisschen was. Alles klar. Hau weg, ey, Alter. Können wir schon mal 30 Schafe holen, ne? Achso, wir brauchen ja auch einen Schafdingsbums hier, Abholwagen. Ein Anhänger. Haben wir auf Mittel oder auf Leicht gehabt? Das hier? Hier, schwer. Ja. Oh, ich geh Schafe das abholen. Das ist nicht schwer, die Preise sind über 1.000. Dann sind wir auf Mittel. Kann man also im Nachhinein noch nachgucken? Ja, kann ich, Moment. Eigentlich ist es noch schwer. Weil schwer ist es auf jeden Fall nicht, da sind die Preise viel zu hoch für. YouTuber-Projekt, wir spielen auf Normal. Okay. Oder? Difficult war Dings, oder? Ja, Normal. Normal, ja.
Normal, ja. Ja, normal. Na gut, dann ändert sich der Preis ja auch nicht so krass, dann können wir ja eigentlich machen. Wir sind durch. Gut, dann muss ich sagen, das Däumchen da lassen, nicht vergessen, bei den anderen vorbeischauen, alles unten verlinkt und bis morgen. Tschüss. 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 Tschüss.